Und dann grüße ich euch auch auf YouTube. Zurück zu einer weiteren Folge von World of Warcraft. Au. Das ist schon ordentlich Action hier heute Morgen. Ja, wir sind ja da. Noch in den Zangermarschen, aber wir brechen heute auf, wie angekündigt in der letzten Folge, Richtung Wälder von Terokam. Das ist unser nächstes Ziel. Wir haben in der letzten Folge die Zangermarschen halt abgeschlossen, beziehungsweise mit unserem Dr. Gilga die Instanzen hier absolviert. Unter anderem auch Lady Vash erledigt. Jawohl. Und diejenigen, die sich in der Scherbenwelt auskennen und vielleicht auch die, die ein bisschen aufgepasst haben, die werden erkennen, dass wir als allererstes, wenn wir diesem Pfad folgen, Richtung Wälder von Teroka, die hier vorne beginnen, so ein bisschen metallisch aus, finde ich alles, Wälder von Teroka, das ist unser nächstes Land. Wir starten natürlich in dieser wunderprächtigen Stadt namens Shadrath, der Hauptstadt der Scherbenwelt. Dort schauen wir uns einmal um. So, wir haben hier eine Quest. Nee, hier unten wahrscheinlich. Unteres Viertel. Hier. Hagerer Kriegsveteran. Hallo. Willkommen in Shadrath, Hexenmeister. Dies ist vielleicht der einzige Ort in der Scherbenwelt, bei dem ihr so etwas wie Sicherheit empfinden könnt. Eine Gruppe von Naru, die als Shatar bekannt sind, hat die Dämonen von hier fortgejagt. Wenn ihr noch nie ein Naru gesehen habt, solltet ihr Adal auf der Terrasse des Lichts besuchen. Der Anführer der Shatar ist der ehrfurchtgebietendste Anblick, den ich je gesehen habe. Ganz anders als alles andere in diesem öden Land. Mögen eure Reisen sicher sein. Jo, wir sollen mit Adal sprechen. Wir hatten hier gerade noch irgendwo eine Quest. Hier vorne. Nehmen wir erstmal alles Mögliche an. Zess. Da wir gerade von Seen sprechen, da gibt es einen See im Nordosten, an dem man richtig toll angeln kann. Früher bin ich da immer mit meinen Freunden hin, aber meine Mutter erlaubt es mir nicht mehr. Sie sagt, es sei zu gefährlich, aber ich habe da oben noch nichts außer ein paar Spinnen gesehen. Als ob Spinnen einem irgendwas anhaben können. Kommt drauf an, wie groß sie sind. Ich möchte am liebsten die Aale von da oben. Wenn ihr zum See hochgeht, könnt ihr mir dann ein paar dieser Aale bringen? Die sind störrig, aber wenn man sie einmal gebändigt hat, kann man sie ganz leicht mitnehmen. Bringt 8 makellose Schimmerschuppenaale zu Sess in Shadrath. Ich weiß nicht, ob das eine Angelquest ist. Ich glaube, das ist eine Angelquest. Und die lassen wir dann mal aus. Fischhändler. Ich habe versucht, Isfa davon zu überzeugen, hier in den sicheren Mauern von Shadrath zu bleiben. Aber er wollte nicht auf mich hören. Stattdessen hat er sich entschlossen, wieder auf eigene Faust nach Auchindun zu gehen. Er hatte zwar das Glück, die Setekallen einmal zu entkommen, aber wenn sie ihn erwischen, wird es kein zweites mehr geben. Ich bewundere seine Entschlossenheit, seine Schwester zu befreien, aber ohne Hilfe wird er es nicht schaffen. Findet Isfa und sprecht mit ihm, Sagestis. Wenn ihr ihn nicht davon überzeugen könnt, zurückzukommen, könntet ihr ihm dann vielleicht helfen, Lacker zu retten. Machen wir. Oh, relativ viele Quests. Rillak. Ah, von den Klippen aus Gettys sieht Yoda heraus. Das Schicksal meines Volkes, der Rakoa, wird von einem unaussprechlichen Bösen verschleiert. Schon so oft haben wir schwarze Magie für üble Taten eingesetzt. Durch Adal erfuhren wir vom Licht und von der Erlösung. Terok überwacht seine Kolonien von Skettis aus mit Hilfe von Sphären, die er mit seinem schwarzen Kunst verzaubert hat. Stiehlt diese Augen aus dem Rest. Aus dem Resk-Versteck und dem Chienor-Versteck im nördlichen Teroka. Ich möchte sehen können, was Terok sieht. Lass mich durch die Augen von Skettis schauen. Ah! Ja, es sind Vögel. Die muss man so sprechen. Da oben ist noch eine Quest. Noch mehr Vögel. Als Ausgestoßener gelte ich bei den Arakoa, die die Stadt Skettis treu ergeben sind, als vogelfrei. Ich kann diese Mauern aus Angst um mein Leben nicht verlassen. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich mich nicht rächen kann. Ich habe einen kleinen Schatz, den ich hergeben würde, wenn ich mir dabei helft, meine Möchtegern-Mörder zu erledigen. Bringt mir die Feder der Bewohner der verschiedenen Arakoa-Verstecke von Teroka als Beweis für ihr Ableben. Kraka! Okay. Die haben es nicht so mit Nächstenliebe. So, das war das Angeldingen. Was ist hier?
Seid gegrüßt. Die Truppen der Offensive der zerschmetterten Sonne werden jeden Vorteil, den sie sich verschaffen können, nutzen müssen, um Kil'jaedens Verbündete zurückzuschlagen. Meine Kollegen in Sturmwind haben Öle hergestellt, mit deren Hilfe wir die Klingen und Rüstung unserer Truppen verstärken können. Die Hauptzutat, ich spreche von Netherrückständen, gibt es überall in der Scherbenwelt. Man muss nur wissen, wo man suchen muss. Jeder Meister der Kräuterkunde, Küchnerei und des Bergbaus, der die Zeichen kennt, kann sie sammeln und gleichzeitig seinem Gewerbe nachgehen. Finden kann man die Rückstände nur bei Kräutern, Ärzten und Bestien, die allesamt ausschließlich in der Scherbenwelt zu finden sind. Für die Allianz. Ne, ich möchte aber lieber eigentlich echt in ihr retten. Wir verstärken unsere Offensive auf Keldanas und haben herausgefunden, dass Keltas Diener einen Gegenangriff planen. Er hofft, dass die Angriffe seiner im Netersturm stationierten Blutelfen des Sonnenzorns unsere Aufmerksamkeit vom Sonnenboden ablenken und uns dazu bringen werden, Truppen abzuziehen. Wir dürfen das nicht zulassen, Celestis. An dieser Front wird jede Klinge benötigt. Reist in den Netersturm und beschafft euch ihre Angriffspläne. Jeder der Blutelfen des Sonnenzorns dort oben könnte die Pläne bei sich tragen. Viel Glück, Celestis. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Seen. Hallöchen, ich grüße dich. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich habe die ersten Teile der Scherbenwelt verpasst und bin auf YouTube gerade mal auf Folge 26. Ja, ich kann es nicht ändern. Tut mir leid. Es wird angekündigt. Mehr kann ich nicht tun. Das Glück sei mit euch. So, ihr wollt also die Himmelswachen beitreten? Nun, ich weiß, dass ihr fliegen könnt, aber vermögt ihr auch zu kämpfen? Die Himmelswachen hat einst geschworen, Shadrath von allen drohenden Gefahren, egal ob nah oder fern, zu schützen. Die bei der Hügelwand im Norden lebenden Orga der Gorduni stellen die unmittelbare Bedrohung für uns dar. Es erwies sich als sehr schwer für unsere Bodentruppen, die Orga zu erreichen. Hier kommen wir ins Spiel. Seht, was ihr tun könnt, um die Orga im Zaum zu halten. Machen wir auch. Sehr viele Quests hier erstmal. Wen haben wir hier? Die Naru haben uns nicht vergessen. Ich bin mir nicht sicher, dass der gnomische Erfinder ein Spinner ist. Er sprach von irgendwelchen dunklen Verzerrungen, die von Oshogun in den Geisterfeldern der Nagrand aufgetaucht sind. Laut seiner Aussage soll dieser spektrographische Multiphasenbilder, der es dem Träger erlauben, die Verzerrungen zu sehen und Messungen an ihn vorzunehmen. Er bestand darauf, dass es für unser Vorhaben am Sonnenbrunnen äußerst wichtig sei, diese Daten zu sammeln. Ich denke zwar, dass er einen Sprung in die Schüssel hat, jedoch wurde ich damit beauftragt, alles zu untersuchen, was vielleicht hilfreich sein könnte. Hättet ihr etwas dagegen, Messungen durchzuführen? Gute Gesundheit. Nö, können wir machen. Müssen wir wahrscheinlich nach Nagrand. Ja, mir tun ein bisschen die Augen weh und ich bin müde. Aber ich denke, ich werde gleich zum Lesen in meinem... Mich gleich zum Lesen in meinem Büro mitnehmen wahrscheinlich. Weißt du, so. Ja, okay, dankeschön. Bei Drenai wäre es cool, wenn du auch... die RS so rollen würdest wie die? Was für eine RS? So, da drin ist noch eine Quest. Haben wir sonst hier draußen noch irgendwas? Ach, die RS. Jetzt habe ich es verstanden. Die RS so rollen würde. Ja, okay. Ah, ja, jetzt habe ich es verstanden. Ja, ich muss mal gucken. Das ist nicht immer ganz so einfach zu sprechen. So, nehmen wir erstmal die ganzen Quests an. Veru. Gut, ich habe für himmlische Wesen keine Stimme. Verus Stimme erfüllt euren Geist mit kristallener Melodie und Klarheit. Es streunt ein Ogre im unteren Viertel umher, der alle Passanten um Hilfe anfleht, doch keiner will seinen Not Gehör schenken. Könnt ihr ihm vielleicht helfen? Sein Name ist Grog. Er sitzt in der Nähe der Händler im Südosten. Zeit bedankt, Celestis. Das ist das Coole in Drenai. Klar und hell. Ah, so, Adal, mit ihm müssen wir reden. Die Naru. Das Licht, das eure Sinne erfüllt hat, das als ihr euch Adal nähertet, wird noch stärker, als ihr ihn ansprecht. Melodische Klänge ertönen in eurem Kopf, ihr seid hier sicher. Lässt sich dann halten, ich bin unnötigen Fragen nachgeboren. Nur der Wille dieses Wesens hält unseren Feind davon ab, die Stadt zu zersplittern. Ah, Khadgar, oh mein Gott. Absoluter Hass. Man liebt und hasst ihn gleichermaßen. Grüße.
Meine Spionin auch in Dune haben uns erschreckende Berichte geschickt. Seit seiner Explosion vor ein paar Jahren hat dieser Ort nichts als Ärger gebracht. Dort ist etwas, mal wieder, ganz schön schief gegangen und der Schattenrat bereitet sich auf einen Krieg vor. Auch wenn die Berichte viele Details verschweigen, müssen sie sich auf einen Krieg im Inneren vorbereiten. Ihr müsst euch zum Eingang des Schattenlabyrinths begeben. Mein Feldkommandeur Mafun wird euch genau erklären, was zu tun ist. Okay, wieder eine Laufquest. Dann haben wir hier noch einen. Wir sehen hier auch als Ali mag und hasst man ihn. Er ist halt einfach so ausgelutscht, ne? Wir müssen den Energiefluss zu unserem Portal aufrechterhalten und es wird kollabieren. Die versteckten Mana-Zellen der Astralen auf dem Landeplatz von Bashir werden den Zweck erfüllen. Der Landeplatz befindet sich weit im Norden auf dem Hochplateau in den nordwestlichen Ecken des Schergrats. Beschafft euch eine Phasenvorrichtung von einem der Astralen und benutzt sie, um die Schmuggelware zu finden. Nehmt euch nur vor den Phasenwurms in Acht, von denen sie die Mana-Zellen bewachen sollen. Möge eure Familie besiegen. Okay, wir kriegen hier einen Haufen Quests. Dann haben wir noch mit Katka, die wir sprechen müssen. Und ich höre in meinem Kopf Netasplitter rufen. Ja, warum auch nicht? Wir werden Azeroth gemeinsam verteidigen. Belästigt Adal nicht mit euren unbedeutenden Fragen, Hexenmeister. Er ist ja vielleicht das mächtigste Wesen, das ihr je zu Gesicht bekommen werdet. Ihr kommt mir nicht bekannt vor. Ich nehme an, ihr wollt etwas über die Stadt erfahren. Ihr müsst schon entschuldigen, dass ich selbst keine Führung mache. Aber ich muss einige Pläne mit Adal besprechen. Vielleicht werdet ihr ja mit einem herbeigerufenen Diener an meiner Stadt zufrieden. Ausgezeichnet. Man hilft ja gern. Führt unseren Gassen Schattert herum, ja? Gebt auf die Taschendiebe im unteren Viertel acht. Folgt mir, Fremder. Es wird nicht lange dauern. Hey, guck mal. Maglos, das ist ein Kumpel von dir. Machen wir mal eine Schattrad-Führung. Katka selbst führt euch herum? Ihr müsst einen guten Eindruck hinterlassen haben zu Nestis. Ja, klar, das ist Katka, der uns hier herumführt. Oh, juckt. Ah. Ja. Also, ich glaube, er redet gerade, aber ihr seht ja selber hier, wie schnell das Ganze alles am durchstraven ist. Ich habe nicht mitbekommen, ob der irgendeinen Text da reingepostet hat. Okay, schade. Ja, ich würde es gerne vorlesen, was er sagt, aber das geht leider nur, wenn er irgendwie die Sprechblasen bekommt, weil hier unten links im allgemeinen Textchannel keine Chance. Ja, also, ne, hier ist das, müsste das untere Viertel sein. Jawohl, hier ist das untere Viertel. Wir haben in Shadrat übrigens zwei Fraktionen mit den Aldor und den Seern. Und wir können uns einer dieser beiden Fraktionen anschließen. Die andere wird uns dann feindselig gesinnt sein. Oh, ein paar Netadrachen. Mal schauen. Du kannst auch leave und dann die Zahl vom Channel eingeben, dann müsstest du das nicht mehr haben. Okay. Ein neuer Kömmling in Shadrat. Kommt doch später einmal vorbei. Wir brauchen immer Hilfe beim Verletzten brauchen. Wir sind bei den Blutelfen gewesen. Also bei den Sehern. Okay. Aber sind das? Das sind doch beides Blutelfen. Die Aldor sind doch, meine ich, auch Seher. Sind doch auch Blutelfen. Ich lasse das jetzt mal so mit dem Text-Channel. Ist ja egal. Ich meine, im Prinzip, der quatscht hier einfach nur so ein bisschen Blabla über die Stadt und so weiter. Und hier haben wir das und hier haben wir das und so weiter. Wir brauchen das meiste davon eh nicht. Ah, die Aldor sind Drenai. Ah, okay. Naja, gut, dann müssten wir natürlich einfach aus Prinzip schon zu den Seern gehen, weil, ne, Blutelfen, Horde, Drenai, Allianzler. Aber ich glaube, das ist immer abhängig davon, was man für eine Klasse hat, was besser sein sollte.
Es gibt halt, ich glaube, ich weiß nicht, ob bei den Aldor, also leg das jetzt nicht auf die Goldwaage, ich habe da keine, ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, die Aldor waren immer vorteilhafter bei Kriegern, also so bei so Nahkampf-Milis. Und so die Seher waren immer meistens so bei allem, was mit Magie zu tun hat, besser. Weiß es aber auch nicht mehr sicher. Das ist egal, du kannst auch das alles zu den Sehern. Dass das egal ist, ist mir schon klar. Es geht jetzt mehr ums Prinzip. Das ist das Thema. Ich habe bei dir drauf geachtet. Ja, okay, das mache ich schon. Also ich gucke mir schon an, was wir da machen können, was uns mehr bringt. Ich bin immer zu den Sehern, weil ich deren Anhöhe hübsch fand. Das ist ja so typisch Frau, ne? Ich gehe da hin, weil das hübscher ist. Keine Ahnung, ob das sinnvoll ist, aber es ist hübscher dort. Ah, genauso beim Fußball, ne? Frauen finden auch immer das Team besser, was die hübscheren Trikots hat. Oder die hübscheren Männer. Oder Frauen. Dem. Ich habe über die toll gefunden, von denen ich Bettwäsche und ein Handtuch habe. Okay. Und warum hattest du Bettwäsche und ein Handtuch von denen? Hattest du da Mitspracherecht? Habe ich mal geschenkt bekommen. Ah, okay. Na, wenn man dich so leicht dahingehend beeinflussen kann, wow. So, okay. Kurz Pause gemacht. Weiter geht's. Was ist denn, wenn ich jetzt sage, leave hier? Geht das so? Keine Ahnung, scheinbar nicht. Ah, jetzt haben wir ihn verlassen. Okay. So, den Handelschannel können wir auch verlassen. Wir sind sehr wählerisch, wenn es um unsere Freunde geht, Nestes. Denkt ihr, ihr habt was? Punkt, Punkt, Punkt. Der Treuebruch Vorenthals und seine Gefolgschaft war der größte Verlust, den Kelts Streitkräfte je hinnehmen mussten. Und es waren nicht nur Blutelfen, viele der besten und talentiertesten Gelehrten und Magister Kelts wurden von Vorenthal beeinflusst. Die Naru haben die Abtrünnigen, die von da an als Seher bekannt wurden, aufgenommen. Ihr Zuhause befindet sich auf der Ebene über uns. Nur diejenigen, die von den Sehern initiiert wurden, dürfen sich dort aufhalten. Okay, dann lesen wir ab jetzt vor. Entschuldigung, wenn wir den Anfang nicht mitgenommen haben. Borussia Dortmund war das. Mein Bruder ist Bayern München-Fan. Ich war aber auch mal Schalke-Fan. Okay, also von Schalke nach Dortmund zu wechseln ist aber schon hart, ne? Das weißt du selber. Umgekehrt auch, ne? Ja, ach, ist die Frage, ob man sich dann wirklich als Fan bezeichnen möchte oder ob das nicht einfach nur sympathisieren mit irgendwas ist. Die Aldor sind die Gefolgsleute des Lichts. Vergebung und Erlösung sind Werte, die ihnen nur allzu vertraut sind. Dennoch haben sie unser Kelts-Befehl sehr kämpfen müssen. Und die Taten der Blutelfen vergessen zu können. Viele Mitglieder der Priesterschaft wurden neu von den Magistern getötet. Wo war es denn jetzt? Ah! So viel Text! Viele Mitglieder der Priesterschaft wurden von genau den Magistern getötet, die geschworen haben, den Denaro zu dienen. Sie waren nicht sehr glücklich darüber, ihre Stadt mit ihren früheren Feinden teilen zu müssen.
Der heiligste Tempel der Aldor und die Wohnstätte um ihn herum befindet sich auf der Terrasse über uns. Da ist es ein heiliger Ort ist, sind nur die Initiierten dort willkommen. Das sagte ich ja vorhin schon, Seher und Aldor gegeneinander. Die Angriffe auf Shadrath gingen weiter, aber wie ihr seht, fiel die Stadt nicht. Im Gegenzug führen die Naru, der als Xiri bekannt ist, einen erfolgreichen Einfall in der Schattenmontal, direkt vor Illidans Haustür. Dort begann er mit der Hilfe der Aldor und der Seher Krieg gegen Illidan zu führen. Die beiden Fraktionen haben ihre Feindschaft jedoch nicht niedergelegt. Ihre Feindseligkeit ist so groß, dass sie darum wetteifern, wem die Ehre zuteil werden darf, die Naru dort zu helfen. Jeden Tag wird diese Entscheidung von Adal gefällt. Hier sammeln sich die Armeen, um Adals Segen zu erhalten, bevor sie nach Schattenmond ziehen. Katka sollte nun bereit sein, euch wieder zu treffen. Denkt daran, dass ihr euch, wenn ihr den Shatar dienen wollt, wahrscheinlich mit den Aldor oder den Seern verbünden müsst. Wenn ihr jedoch das Wohlwollen einer dieser Gruppen erarbeiten möchtet, müsst ihr den Hass der anderen in Kauf nehmen. Viel Glück und willkommen in Shattrath. So, haben wir. Richtiger Fan bin ich nicht, will nur sympathisieren. Ja, okay, sage ich ja, ne? Einen wunderschönen guten Morgen, Bethesda. Hallöchen, ich grüße dich. Ich hoffe, es geht dir gut. Nur, ist ein wunderschöner Start in den Tag. Ich weiß auch gar nicht, ob man irgendwo einsehen kann, welche Klasse welche Fraktion mehr bringt. Ich habe das, glaube ich, immer so gemacht. Du kannst, meine ich, schon vorher sehen, was du später dort kaufen kannst, wenn du entsprechende Rufsteigerungen hast und natürlich sonst im Internet, ne? Es bleibt noch viel zu tun. Ich hoffe, ihr habt etwas über Shadrath erfahren, Sinestis. Lasst es einfach auf euch wirken. Bleibt wachsam. Die Naru sind weise, aber wir begreifen, sind weiser, als wir begreifen können. Ich habe in den letzten 5 Monaten mehr von Adal gelernt, als in all den Jahren der Bibliothek in Dalaran. Euer Name wird nur mit Ehrfurcht gesprochen, Magier. Wer seid ihr? Ich bin Khadgar, ehemaliger Lehrling des gefallenen Wächters Medivh. Ich bin sicher, ihr habt seinen Namen bereits gehört. Ich war es, der entdeckte, dass Medivh von Sargeras besessen wurde und dass er das dunkle Portal zwischen dieser Welt und Azeroth geöffnet hatte. Obwohl ich meinen Meister verehrte, war ich gezwungen, ihn zu töten und seine gemarterten Seele Ruhe zu bringen. Erzähl weiter, bitte. Ich kämpfte an der Seite von Lord Anduin Lothar, als wir die Horde aus unseren Ländern auf Azeroth vertrieben. Als Erbe des Vermächtnisses Medivh sah ich das als meine Pflicht an. Als dazu aufgerufen wurde, in diese düstere Welt einzudringen und dem Übel der Orks ein für alle Mal ein Ende zu bereiten, meldete ich mich freiwillig, zusammen mit meinen Freunden Turalion, Aleria, Danas und Kudran. Ich verstehe. Meine Kameraden und ich nannten uns die Söhne Lothars, zu Ehren des größten, selbstlosesten Helden aller Zeiten. Wir gaben alles, um Ner'zhul zu besiegen und seinem Wahnsinn ein Ende zu bereiten. Als diese dem Untergang geweihte Welt um uns herum in Trümmern fiel, zerschmetterten wir das dunkle Portal, um weiteren Schaden für unsere geliebtes Azeroth zu verhindern. Was tatet ihr dann? Gefangen in dieser zersplitterten Einöde taten wir unser Bestes, um zu überleben. Mit der Zeit spürten wir eine neue böse Macht, die sich uns vom wirbelnden Neta ausnäherte. Schlimmer als die dunklen Orks, es war die brennende Legion selbst, die Macht über diese Scherbenwelt zu erlangen suchte. Was passierte danach? Was passiert dann? Was passiert dann? Was passiert dann? Während meine Kameraden die Stellung gegen die sich nähernde Dunkelheit hielten, benutzte ich Magie, um in die großen dunklen Weiten zu langen. Dort spürte ich Wesen aus unglaublichem Licht, von großer Reinheit. Es waren Adal und seine Naru, die ich gefunden hatte. Es war nichts weniger als ein Wunder. Ich verstehe. Khadgar lächelt. Ich überzeugte Adal und seine Geschwister, mit mir hierher zurückzukehren. Ich glaube, nur mit ihrer Macht können wir die Legion aus diesem Universum zurückdrängen. Aber wie ihr ohne Zweifel lernen werdet, muss ihre Macht erst in unseren Herzen erwachen. Um die Dunkelheit zu bekämpfen, müssen wir Boten des ewigen Lichts werden. Es gibt noch etwas anderes, das ich euch fragen wollte. Okay. Es ist eine Welt voller Wunder. So. War einkaufen mit Kopfschmerzen unter ganz vielen Menschen. Juhu, geil. Das hört man doch immer gerne. Nehmen wir leider was zu trinken, nehmen wir eine Tablette rein. Macht das Sinn. Ist immer besser. Das ist natürlich auch ein Plan. Ich gehöre zu den Verfechtern, die sich quälen, bis nichts mehr geht. Warum tust du das eigentlich immer? Warum tust du dir das an, Tessa? So, okay. Also, Schön, euch zu sehen.
Seid ihr euch bei der Wahl sicher, dass es ein Nest ist? Okay, nee, das machen wir doch nicht. Ernst? Wir schauen uns erstmal die Aldor und die Seher an, bevor wir uns für eine der Fraktionen entscheiden. So, lass mal kurz gucken. Das müssten die Aldor sein und das da müssten die Seher sein, wenn mich nicht alles täuscht. Okay, nee, andersrum, das hier sind die Seher. Juwelierskunstlehrer, Bergbaulehrer, Inschriftenkunde, Verzauberungskunst. Das Riss Sonnensturm. Weil ich euch irgendwann, wenn ihr alle resistent gegen sämtliche Medis seid, auslachen kann. Okay. Eine Healerin steht hier. Handwerkswaren, Gastwirt. Also ich meine, das sieht natürlich schon schön aus hier, gar keine Frage, ne? Aber wo war das denn nochmal? Irgendwas konnte man hier doch, glaube ich, kaufen. Meister der Lehren. Was ist das hier? Schmiedekunst? Achso. In der Verwaltung Schneidern. Wow. Das ist auch eine Möglichkeit, so als Lehrer. Indem man einfach Bücherregale macht. Und man sich das quasi selber beibringt. Finde ich gut. Bewahrer der Artefakte. Ich habe einzigartige Waren. So, okay. Klasse Hexenmeister. Das ist natürlich hier voller Murks, was wir hier kriegen können, ne? Ich glaube, es ist egal. Ich glaube, mittlerweile ist das völlig egal, wo wir uns anschließen oder wo nicht, weil die Sachen, die wir hier später bekommen, die bringen uns halt eh nichts mehr. Nicht so wie früher. Okay, sieht natürlich also schon schön aus. Ich gucke mir nochmal die Aldor eben an. Aber die Seher finde ich schon sehr nice. Aldor-Höhe. Ja, die haben nicht so viel Pamphlet hier, ne? Ne, komm, wir nehmen die Seher. Und auch aus Prinzip, weil es Blutelfen sind. Ich möchte Blutelfen unterstützen und nicht die Drenei. Warte mal, ich verbünde mich erstmal mit denen. An die Arbeit. Loyalität gegenüber den Sehern. Es ist eine Welt voller Wunder. Seid ihr euch eurer Wahl sicher, Sinestis? Die Seher heißen euch gerne als Verbündeten willkommen, aber die Aldor werden euch eure Entscheidung nicht so leicht vergeben. Yo! Man hilft ja gern. 4165 verbessert, 4581 verschlechtert. Nehmt eure Pflichten ernst. Jetzt, da ihr euch für eine Seite entschieden habt, Sinestis, solltet ihr den Anführer der Seher kennenlernen. Ihr findet Forenthal, den Seher, in der Bibliothek der Seher auf der Seher-Treppe. Wenn ihr noch einmal das Wort Seher in einem Satz unterbringt, wow. Schaut nach, ob ihr ihn unterstützen könnt. Er wird sich über eure Entscheidung, den Sehern beizustehen, sehr freuen. Bleibt wachsam. Okay. Das machen wir. Und wir müssen auch vor allem unseren Ruhestein mal nach hier hinlegen. Das können wir eben mal da oben machen, bevor wir das vergessen. Wir waren ja gerade schon beim Gastwirt. Hier. Wählt weise. Heimatort, Seher-Treppe, let's go. Nice. So, das ist Sonnensturm, jetzt können wir die Quest hier auch annehmen. Hört mich an, Nachtgeborener. Die Pflicht verlangt, dass ihr euch zurück nach Azeroth begebt. Ein jeder, der dazu imstande ist zu kämpfen, soll sich umgehend auf dem Sonnenbrunnenplateau melden. Ich fürchte, dass ich euch keine weitere Information geben kann als diese. Für diese Mission werdet ihr euch mit den Aldor zusammentun. Sprecht mit einem Drenei namens Larethor, sobald ihr dort ankommt. Anscheinend fordert die Situation, dass wir unsere Differenzen beiseite legen und uns zusammenschließen. Macht euch bereit. Das hier klingt ernst. Lebt wohl. Okay, das blenden wir erstmal aus, weil das ist auf Keldanas. Da werden wir noch lange nicht hinkommen. Nimm's aber trotzdem schon mal an. Moment, ich muss mal eben schauen, was haben wir überhaupt noch hier alles an Quests jetzt angenommen. Auge des Skettis, Ärger in Auchindun, Prinzip der Vermessung, das ist in Nagran, das blenden wir erstmal aus. Das ist das, Angriffspläne des Sonnenzorns, das ist in Netasturm.
machen wir auch später. Das ist in Schergrad. Wir haben über die ganze Scherbenwelt verteilt Quests angenommen. Okay, der Rest müsste in Terroka sein. In Ordnung. Mein Gott, so viele Quests hier. Anaria Scholar. Vor einiger Zeit schickte Forenthal eine kleine Einheit in den Nethersturm, um Keltas Aktivitäten genauer zu beobachten. Unser Anführer hat vollstes Vertrauen in die Fähigkeiten von Spionagemeister Talodien und seinen Männern und hat sich daher entschlossen, seiner Bitte um Verstärkung nachzukommen. Talodiens Bericht fiel recht knapp aus, doch geht daraus eindeutig hervor, dass er eine Entdeckung von größter Wichtigkeit gemacht hat. Schaltet ihm in der Area 52 Meldung und unterstützt ihn, soweit es euch möglich ist, Zinestis. Area 52 einfach. Die Gerechtigkeit wird nicht Area 51, Area 52. So. Auch das ist Nethersturm, blenden wir erstmal aus. Dann hier. Die ewige Sonne wird uns leiten. Es ist kein Geheimnis, dass Keltas Sonnenwanderer uns als große Bedrohung sieht. Nüchtern betrachtet gibt es nicht viele Sindorei, die frisch aus Silbermond kommen und bereit sind, sich der Gesellschaft, die Keltas unterhält, anzuschließen. Es ist auch kein Geheimnis, dass es sich hier nicht um Wortgefechte handelt. Die Seher und die vielen Armeen, die Keltas dienen, haben und werden sich angreifen, sobald sie sich begegnen. Der einzige Weg, wie ihr beweisen könnt, dass ihr auf unserer Seite steht, ist, sich dem Kampf anzuschließen, Sinestis. Kelts niederrangige Anhänger tragen Siegel der Feuerschwingen bei sich, die ihren Rang anzeigen. Bringt sie mir. Haltet den Kurs. Neben Lady Vash ist Kelter Sonnenwanderer übrigens die zweite rechte Hand von Illidan. Für die, die es nicht wussten. Stolz. Lady Vash haben wir gestern platt gemacht. Kelter Sonnenwanderer wird auch irgendwann kommen, aber das dauert noch etwas. Ihr wisst vielleicht, dass die Seher mit Kelters Armeen im Krieg stehen. Kel betrachtet uns als Bedrohung für seinen Einfluss über die Blutelfen, hat immer wieder versucht, uns zu vernichten. Wenn ihr uns in der Schlacht gegen Keltas helfen wollt, gibt es viele Ziele, die ihr angreifen könnt. Kels hochrangigste Soldaten tragen die Siegel des Sonnenzorns, die ihren Rang angibt. Ihr findet sie überall im Nethersturm im Schattenmondtal. Gut, dann blenden wir das erstmal aus. Siegel der Feuerschwingen, das kriegen wir hier. Und dann schauen wir einmal nach Forenthal. Ehre den Sindorei. Katka hat einen neuen Rekruten geschickt. Dann wollen wir euch mal beschäftigen, Hexenmeister. Bleibt wachsam. Arkane Folianten sind keine gewöhnlichen Bücher, die sich mit arkanen Themen befassen. Ihnen wohnt eine wesenhafte Macht inne. Eine Macht, die ich in eine einzelne arkane Rune bündeln kann. Solltet ihr auf euren Reisen einen arkanen Folianten finden, werde ich euch eine solche Rune geben. Nur die mächtigsten magiebegabten Wesen tragen diese Bücher, die ich brauche, bei sich. In der Scherbenwelt sind die meisten Kelts Blutelfen, aber ihr werdet überrascht, wo solche Bücher des Öfteren auftauchen. Der Tag der Abrechnung wird kommen. Gut, also das müssen wir auch irgendwo randommäßig finden. Bei Lady Vash hatte... Was? Bei Lady Vash hatten damals einige meiner Gildenfreunde in den Schattenland ziemlich schlimme Flashbacks. Lady Vash scheint ein ziemlicher Hassboss gewesen zu sein. Oh ja, der Kampf war... Der Kampf ist ätzend mit der. Weil du musst quasi... Ich beschreibe das nochmal ganz kurz. Du kannst nicht einfach nur draufhauen bei ihr. Du musst damit Taktik vorgehen. Weil die sich irgendwann immun macht gegen Schaden. Und ruft ganz viele Wasserelementare, die quasi von allen Seiten auf sie zugeströmt kommen. Du musst verhindern, dass die Wasserelementare sie erreichen, indem du sie platt machst, also die Wasserelementare. Weil mit jedem Wasserelementar, was Lady Vash erreicht, wird sie immer stärker. Und logischerweise irgendwann so stark, dass du halt keine Chance mehr gegen sie hast. Zeitgleich wird sie von vier Türmen geschützt, die sie mit diesem Immunitätszauber belegen, die du wiederum nur deaktivieren kannst, wenn du im Kampf besudelte Kugeln sammelst, die von besudelten Wasserelementaren, die irgendwo random auftauchen, gedroppt werden und dann damit dahin laufen musst, aktivieren. Das musst du viermal machen. Erst dann kannst du sie wieder angreifen. Und parallel musst du halt die ganze Zeit diese Wasserelementare, die wie gesagt von allen Seiten kommen, davon abhalten, sie zu erreichen. Das ist schon nicht ganz ohne gewesen. Wenn du das alleine machen möchtest.
So. Grog. Wir helfen Grog? Grog braucht Hilfe. Blutschläger brauchen Hilfe. Mokdor Weise. Er schickt Grog in Stadt Hilfe holen. Blutschläger-Clan brauchen Hilfe. Mokdor sagen, schicken mächtige Kleinen zu ihm in Schergrad. Er stehen auf Turm bei Zirkel des Blutes. Mokdor Weise. Ich hätte schwören können, dass ich mehr Äpfel hatte, Grog. Okay, da müssen wir auch wieder nach Schergrad ausblenden. Oh, hier ist noch eine Quest. Holy shit. Hallo? Kann ich helfen? Bis dann. Chefapothekerin Hildegard. Die Geschichte des Schattenmondtals reicht lange zurück und ist von Tragödien durchzogen. Aus Furcht davor, alte Schrecken zu neuem Leben zu erwecken, wagen es so wenige, sich näher mit ihr zu beschäftigen. Doch nicht alle sind so furchtsam. Chefapothekerin Hildegard versucht, die Schleier der Vergangenheit des Schattenmondtals zu lüften. Dies ist eine große Herausforderung und ich bin sicher, dass ihr jede Hilfe willkommen ist. Falls ihr euch jemals dorthin begebt, sucht Hildegard beim Dorf Schattenmond auf. Es liegt im nordwestlichen Teil des Tals. Das Glück sei mit euch. Und mit deinem Geiste. So, ausblenden. Wie gesagt, wir kriegen in Schattrad Quests, die über die ganze Scherbenwelt verteilt sind. Was aber ganz gut ist, wir kriegen keine Quests in Sangermarschen und auf der Höllenfeuerhalbinsel. Was haben wir noch hier? Ich hasse Ad-Bosse. Naja, bleibt nicht aus, ne? Wenn ich euch eingeweiht habe, werdet ihr diesen Auftrag mit Sicherheit nicht mehr annehmen wollen. Einer meiner besonders exzentrischen Kunden befasst sich mit der Erforschung toter Existenzen. Wenn man diversen Gerüchten Glauben schenkt, zerstörte das als Momo bekannte Wesen die letzte Welt, von der es beschworen wurde, vollständig. Der Professor würde gerne das sogenannte Flüstern dieser Kreatur analysieren, um zu verstehen, wie Momo so eine Zerstörung verursachen konnte. Würdet ihr für mich in das Schattenlabyrinth in Auridun eindringen und das Flüstern für mich beschaffen? Okay, das nehmen wir nicht mit, weil das können wir nicht machen, weil wir halt Momo nicht besiegen. Also nicht mit Zenestis. Okay. Das sind im Prinzip hier Quests für die Instanzen. Ach ja, die Astral. Die Astral sind cool. Ich wünsche mir die Astralen als spielbare Rasse. So. Das war die Angelquest, ja. Hier sind zwei. Oh, hier ist jetzt eine neue Quest, okay. Wer ist Momo? Momo ist das Wesen im Schattenlabyrinth. Seid herzlich gegrüßt. Was ja damals dorthin gerufen worden ist und dafür verantwortlich war, dass dort alles den Bach unterging. Immer mehr Flüchtlinge kommen Tag für Tag durch die Tore von Schattrad. Viele sind so schwer verwundet, dass es an ein Wunder grenzt, dass sie überhaupt hierher geschafft haben. Als Heiler der Aldor kann ich die meisten gewöhnlichen Wunden verärzten. Vergiftete Wunden sind jedoch problematischer, da mir langsam die Vorräte an Gegengift ausgehen. Bringt mir ein paar Schreckensgiftbeutel von den Schreckensspinnen hier in der Gegend, damit ich mehr davon herstellen kann. Ihr findet eine Gruppe von diesen Spinnen im Südosten von Terrokar. Ja, das ärgert mich ein bisschen, dass es hier so eine Angelquest gibt. Naja. So, ich glaube, wir haben hier alles angenommen. wusstest du, dass die das Endprodukt einer von der Leere verschlungenen Welt sind? Ja, ich habe das mal gelesen. Die Astralen zeigen, was passiert, wenn die Leere in Aktion tritt. So, pass auf. Wir fangen mal da oben an, bei den Ogern. Oger der Gorduni. Bin sogar hyped auf die Weltenseelensaga. Endlich mehr Leere. Das klingt eigentlich so falsch, wenn man es ohne Kontext liest. Ne? Endlich mehr Leere. Juhu. So, die Hügelwand.
aber schön, dass ihr alle angerannt kommt. Toll. So. Machen wir mal ein paar Ogre platt. Das Gute ist, dass die Elementaristen auch angelaufen kommen. Erzin Schamanin. Ich habe kein Ziel. Hä? Achso. War jetzt ein bisschen blöd, weil ich versehentlich das Totem angegriffen habe. Ein Seelentöter. Die sehen aber cool aus hier, ne? Oh, der ist sogar Elite. Aber kriegen wir trotzdem hin. Okay, wir müssen aber ein bisschen aufpassen, dass Markus hier nicht kaputt geht. Okay, das ist jetzt scheiße. Ich habe gesagt, kriegen wir hin, ne? Diesen Gegenstand kann ich noch nicht benutzen. Ich setze gerade mal irgendwie alles ein. Aber scheinen zumindest den Ogre losgeworden zu sein. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ah, okay. Die sind weg. Puh, Glück gehabt. Das, ja. Der war doch ein bisschen stärker. Ich habe das dann wohl ein kleines bisschen unterschätzt. Also wir können ihn sicherlich besiegen, aber dann müssen wir anders vorgehen. Das halt immer so auf die leichte Schulter. Ich bin außer Reichweite. Nein! Lauer hier. Wo sind die anderen? Hä? Die beiden tot? Oh. Markus hat mal eben die beiden hier platt gemacht. Nun gut. Okay, also den Elite gehen wir mal so ein bisschen aus dem Weg. Ein bisschen Lebensenergie hier abschnorren. Oh, da ist noch ein Elite. Gibt scheinbar mehr von denen. Die machen ordentlich Damage hier, ne? Am besten mal nur zwei von denen, nicht dass es nachher doch zu viel wird. Boah, wenn wir jetzt auf Hardcore spielen würden, ne? Ich hätte jetzt so Muffensausen bekommen.
Weil, ne, ihr wisst ja, wer auf Hardcore spielt, da ist der Tod permanent. Aber auf der anderen Seite hätte ich ihn auf Hardcore auch gar nicht angegriffen. Da wäre ich nicht so risikobereit. Wie viel haben wir denn jetzt? 17. 3 Stück brauchen wir noch. Alright. Dann war den mal eben. Stehen gerade zu zwei passend davor. So, haben wir. Sehr nice. Dann das nächste, was wir haben, ist hier Schreckensgiftbeutel. Ich sammle erstmal so ein bisschen was, ne? Bevor ich jetzt für jede Quest wieder zurückfliege. Ja, die Wälder von Teroka. Silmirsee. Silmir dir, so ich. Silmir so ich dir. So, spinnen. Spinny, spinny, spinny. Giftbeutel. Die sind aber auch hässlich, die Spinnen, ne? Mit ihren kleinen, weißt du, diese dicken Körper mit diesen ganz dünnen Beinchen einfach. Erstmal gefrühstückt und mit einem warmen Tee ins Bett. So kann der Tag weitergehen. Ja! Vergiss den Stream dabei nicht. Den wollen wir doch hier nicht unterschlagen. Okay, die droppen aber scheinbar nicht so geil. Schade Schokolade. Okay, die Hunde soll ich... Ah, Meterrückstände, die soll ich auch mitnehmen. Beziehungsweise kann ich mitnehmen. Ich glaube, das kann generell mehrere Tiere dann mitnehmen für. Aber natürlich, entschuldigen Sie bitte, Herr Streamer. So, juhu, Meterrückstände. So weit entfernt. Dann geh näher ran. So. Wieder Schreckensgiftbeutel. Die Teromotte ist, die sind lieb. Und die, guck mal, wie süß die sind. Guck mal, so kleine Mottis. Hallo. Da gibt es erstmal einen richtig geilen Marzipan-Kakao. Hab den heute im Supermarkt gefunden. Der ist gut. Marzipan-Kakao? Okay, das klingt
Das klingt irgendwie interessant. Hab ich noch nie gehört tatsächlich. Aber ich stelle es mir zumindest interessant vor. Oh, warte mal, hier ist noch eine Quest. Nehmen wir mal eben mit. Aufseher Baumlass. Schnell, versteckt euch! Naftalars Auge beobachtet euch. Uns alle. Ich traue mich nicht, auf die Spitze des Turms zu gehen, um mit ihm zu sprechen. Aber ihr seht aus, als könnt ihr die richtigen Worte finden. Aber seid vorsichtig, er mag keine Witze und kann Dummköpfe nicht leiden. Überredet es, auf eine Tasse Tee hinunterzukommen, aber bitte sorgt dafür, dass es mich nicht mehr anstarrt. Oh, okay. Niederegger, der Lübecker Marzipan. Okay, das ist schon ganz geil. Ja, den vor ein paar Jahren schon mal, der ist mega. Okay, da muss ich den auch wohl mal irgendwann probieren. Okay, da oben in den Turm mal so. Das sind bösartige Motten hier. Ach schade, kann ich auch nicht kürschnern. Dazu ein kleines Marzipanbrot. Wow. Okay, wird das nicht irgendwann zu viel Marzipan? Was haben wir denn hier? Seltsame Aura. Alle Werte um 5% verringert. Naftala. Das haben wir. Das ging relativ easy. Wo war er denn? Da. Es ist besser so, wenn es keine zivilisierte Einladung annehmen kann. Dann ist es das auch nicht wert. Aufseher Baumlass schaut euch kurz verwirrt an. Wer seid ihr? Und was wollt ihr hier? Ihr müsst von hier verschwinden, bevor es zu spät ist. Okay, ich glaube, der ist ein bisschen bekloppt. Ich nehme den Ring, ne? So, und dann Karindas Ehering, den nehmen wir raus und dafür den hier rein. So. Niemals. Es ist niemals so viel Marzipan. So, oh, wen haben wir denn hier? Friede sei mit euch. Möge die ewige Sonne euch bescheinen. Ich bin froh, dass die Zuflucht euch geschickt hat. Die Druiden des Dickichts wurden ermordet. Nur ich und ein weiterer haben überlebt und er ist geisteskrank. Ihr habt ihn ja gerade schon getroffen. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich bin entschlossen, es herauszufinden, was auch immer es war. Es passierte schnell und fühlt sich unnatürlich an. Werdet ihr mir helfen? Mögen die Vorfahren euch schützen. Etwas Merkwürdiges hat die Terromotten des Dickichts verändert. Wo einst eine Vielfalt von Arten herrschte, sind jetzt nur noch die Terromotten übrig. Und während sie früher friedlich waren, sind sie jetzt sehr aufgeregt und greifen alles an, was ihnen zu nahe kommt. Ich muss die Bösartigen mit den normalen Motten vergleichen. Bringt mir ein paar Exemplare von beiden Sorten. Die gewöhnlichen Terromotten findet ihr im Süden und im Norden. Ich bin mir sicher, dass dies mit dem Tod der Druiden zusammenhängt. Geht mit der Erdenmutter. Ich habe keine Ahnung, was all die Druiden hier getötet hat. Ich war ein paar Tage unterwegs, um die Knochenwüste im Süden zu untersuchen. Bitte, ihr müsst mir helfen herauszufinden, was hinter dieser furchtbaren Tragödie steckt. Geht zum Dickicht und haltet nach einem Hinweis Ausschau, der uns weiterhelfen könnte. Als ich kurz dort war, hätte ich schwören können, dass ich einen Toten zerschlagen und ein merkwürdiges Ding neben ihm gesehen habe. Und habt keine Angst vor Baumlass. Er ist vielleicht durch die Geschehnisse verrückt geworden, aber ich glaube, er ist harmlos. Geht in Frieden.
Wieso hat ein Lehrwandler eigentlich so einen coolen Namen und ich bekomme immer so Namen, die klingen wie, als wenn jemand einen auf die Tastatur gehauen hätte? Ich weiß nicht, die werden halt automatisch vergeben. Ich kann den ja auch nicht umbenennen oder sowas. So, okay. Dann schauen wir mal, was wir hier ausrichten können. Ein paar Tiro-Motten. Oh, die möchte auch mit. Ja, und denkt dran, das sind Tiro-Motten und nicht Terror-Motten. Probe einer bösartigen Tiro-Motte. Terror-Motte klingt aber gefährlicher. Es sind aber Tero-Motten, weil es sind die Wälder von Terokar. Dieses seltsame Objekt scheint eine Art technisches Gerät zu sein. Dennoch habt ihr etwas derartiges noch nie zuvor gesehen. Vom Aussehen her vermutet ihr, dass es, was auch immer es sein mag, schon einmal benutzt wurde. Die Ausstattung rundum lässt auf einen tödlichen Verwendungszweck schließen. Nicht etwa, weil hier Tote rumliegen, oder? Das wäre aber zu weit hergeholt, finde ich. Ich muss näher heran. Ja, machen wir. Ich sammle mir erstmal hier wieder ein paar zusammen. Level 48, damit haben wir Akainet offiziell eingeholt. Sehr geil. Oh, warte mal. Aeromotten, da sind noch mehr Spinnen. Die bauen wir auch noch. Achso, apropos neue Talentpunkte. Ich glaube, ich muss mal wieder was vergeben. Alter, ich habe 4 auf jeder Seite. Holy shit. Okay, pass auf. Ich mache das aber anders. Ich fliege mal kurz nach oben. Weil, sonst werde ich nachher angegriffen. Oh Gott, ey. Ja. Nun gut, wo pumpen wir die Punkte denn mal rein? Was haben wir denn hier noch? Süße Seelen. Eure Gesundheitssteine halt euch um 16% eurer maximalen Gesundheit, wenn ein Gruppen- oder Schlachtzugsmitglied einen Gesundheitsstein nutzt. Ich brauche eigentlich keine Gesundheitssteine, ne? Erhöht den Abbruch eurer Furchteffekte und den Schaden um 60%. Entsetzen lässt das Ziel eures Zaubers Furcht vor Schrecken erstarren, anstatt verängstigt zu flüchten. Komm, ich nehme das mal mit. Da kann ich nämlich hier was machen. Stärke des Willens, erbarmungslose Entschlossenheit, verringert den erlittenen Schaden zusätzlich 15%. Okay. Finsteres Abkommen verringert die Ablenkzeit von erbarmungslosen Entschlossenheit 15%. Ne, ich nehme das hier. Ich setze das ja nicht häufig ein. Technik der Sagerei. Erhöht den Schaden von Schattenblitz um 5%. Ich habe keinen Schattenblitz. Ich frage mich nur, ob mein... Warte mal, lass mal ganz kurz eben hier landen. Hat er hier Schattenblitz? Ne. Okay, ich hätte jetzt sonst gedacht, dass er vielleicht... dass es mein Lehrwandler macht. Hat Schattenblitz. Ich habe keine Fähigkeit Schattenblitz. Chaosblitz habe ich wohl. Hätte ich die hier irgendwo noch freischalten können? Schattenblitz? Lebensblut, dämonisches Tor. Muss halt noch 2. Dinge hier ausgeben. Der Einsatz von dämonischer Zirkel, teleportieren oder dämonischen Ausfänger, Schaden 10 Sekunden um 4%. Brauche ich halt nicht, ne? Ich nehme das sonst einfach mal mit.
So, was haben wir hier? Ruin. Erhöht den Schaden von Feuersbrunst, Schattenbrand und Seelenfeuer um 10%. Feuerbrand auch. Schattenbrand, Feuersbrunst und Seelenfeuer. Also Seelenfeuer ist das. Verbrennen. Feuersbrunst ist der Spontanzauber und Schattenbrand. Was ist denn Schattenbrand? Weiß nicht, ist egal. Klingt aber trotzdem gut. Dann haben wir Grimoire der Opferung, den man macht zu gewinnen. Achso, das war das. Brennpunkt. Familie im Brennpunkt. Verbrennen trifft alle Gegner in der Nähe eures Ziels und fügt ihnen 13% Schaden zu. Das ist halt geil. Eigentlich geil, ne? Ich nehme das auch nochmal mit. Nice. So. Haben wir die Punkte mal eben ausgegeben. Wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Hier ist noch die Arakoa. Achso, wir können natürlich auch nochmal eben hier zu den Arakoa hingehen. Arakoa-Feder müssen wir sammeln und aus dem Resk versteckt das Auge. Das dann hier oben ist. Okay. Feder haben wir auch. Schade, ich kann die auch nicht kühlschnappen. Sammeln wir noch mal ein paar Federn. So. 30 Stück brauchen wir. Das ist schon ein bisschen was. Wieder eine Spinny. Da ist noch eine Spinny. Bleiben wir erstmal vielleicht bei einer Sache. Drei Arakoa-Federn, sehr schön. Kralanier. Zwei Federn. Hier geht's nach oben. Normalerweise müsste man ja hier zu Fuß alles machen. Ich meine, jetzt rüstet doch den richtigen aus. Toll.
mal ein bisschen heilen. Okay, die machen doch schon ein bisschen Damage hier, ne? Ach, Ashkas, das ist ein, das ist hier ein, Bossgegner. Also ein Questgegner. Deswegen macht er auch so viel Damage. Achso, ja stimmt, Rollen. Hier kann ich einsetzen, Rollen der Beweglichkeit, geil. Okay, ich warte nochmal mit den Federn. Wir werden sicherlich sukzessive hier nochmal wieder hinkommen, wenn da hier noch ein Questgegner ist. Dann brauchen wir nicht jetzt schon alles sammeln. Alles gut. Lass uns, schau euch nach einem neuen Gaming-Stuhl. Ist, kein Problem. So, was liegt denn da? Ein Stinktier. Hä? Okay. Waldwalk. Okay. Hier sind gar keine Tiere mehr. Alles tot. Aber hier ist noch einer wieder. Oh. Was haben wir da Schönes? Stöffsche. Aber das haben wir schon. Und das... Oh, das ist besser. Sogar deutlich. Ja, geil. Aber wenn man so weit zielen könnte, wie man... So weit entfernt. Wie man gucken könnte, das wäre so geil. Wieder Nether-Rückstände. Der Drop ist halt hier nicht so on point, ne? Ich bin außer Reichweite. Was haben wir da hinten? Das sind, glaube ich, wieder diese komischen Strolche. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Die wir ja schon in den Zangermarschen gesehen haben. Nether-Rückstände. Machen wir das hier. Touren. Ein paar Spinnen. Ein Schreckensgiftbeutel. Vier haben wir zusammen. Shinor-Versteck. Dann holen wir uns das nächste Auge. Wir auch. Schreckensgiftbeutel. Da kommt noch eine Tieromotte. Und die Basilisken können wir auch mitnehmen.
Eisenrückenversteinerer. Voll geil. Dass wir das nicht schon vorher gemacht haben, dass Verbrennen auch naheliegende Gegner trifft. Verstehe ich gar nicht. Eigentlich total doof von uns. Also von mir, ihr nicht, ne? Ihr seid immer klug, aber ich bin doof. Strauchdieb, ich glaube, von dem will ich gerade nichts. Wer ist das hier? Empor. Bei einer Theromotte. Endlich hat mal eine Theromotte was gedorbt. Holy shit. Also Wälder von Teroka, wir merken jetzt schon, der Drop ist wild. Bei allem gefühlt. Die Arakoa-Federn. Wobei, da geht es sogar noch einigermaßen, aber das sind halt viele. Hier diese Proben, die Spinnengiftbeutel. Kein Ziel. So, haben wir wieder einen. Also gefühlt, wir müssen immer drei erledigen, um vielleicht mal die Chance haben, einen rauszubekommen. So, Hunde da hinten will ich auch noch mitnehmen. Schön. Na guck mal, alle haben was gedroppt. So sollte es sein. Probe. Da hinten haben wir wieder ein Basilisken. Das ging jetzt sehr gut. So, wir brauchen nur noch eine Mottenprobe. Jawohl, haben wir. Geil. Rückstände brauchen wir noch ein bisschen. Und vor allem Spinnen. Spinnen sind auch noch recht wild. Na komm, wir geben erstmal die Quest ab, wenn wir gerade eh hier in der Ecke sind. Vielleicht kriegen wir ja noch irgendwas Tolles. Mögen euch die Winde leiten. Wir sehen uns wieder. Habt ihr meine Proben?
Möge die ewige Sonne euch bescheinen. Merkwürdig. Die Proben der bösartigen Teromotten enthalten etwas, das sich wie reines Mana anfühlt. Wie es scheint, hinterließ das, was all die Tode verursacht hat, ein starkes Energiefeld. Aber aus irgendeinem Grund hat es die Teromotten nicht umgebracht, sondern nur aufgewühlt. Es scheint, als wäre diese merkwürdige Energie ein Nebenprodukt dessen, was das Dickicht angegriffen hat. Geht in Frieden. Ich hatte also recht. Die Leiche eines Zerschlagenen. Und ihr sagt, dass das tatsächlich ein komisches Objekt auf dem Boden neben ihm war? Das macht keinen Sinn. Was würde einer von ihnen denn hier wollen? Und was war das für ein Ding, das er dabei hatte? Hatte es vielleicht all die Tote verursacht? Geht mit der Erdenmutter. Ich bin mir nicht sicher, was das zu bedeuten hat, aber ich weiß, wie wir an weitere Hinweise kommen können. Empor ist ein Händler der Zerschlagenen, der mit allen Arten von Waren und Informationen handelt. Wenn wir ihn zum Reden bringen könnten, bin ich mir sicher, dass er etwas Interessantes zu sagen hätte. Er reist auf der Straße zwischen Turem und Shadrat hin und her. Seid aber vorsichtig, er hat einen Leibwächter. Mögen die Vorfahren euch schützen. Den haben wir schon gesehen. Wir gucken mal, wo er ist. Erstmal haben wir hier noch einen Waldwalk, einen wilden Waldwalk. Mit ein bisschen Netherrückständen dran. Sehr schön. Okay, hier ist er nicht. Und das Fragezeichen wird zwar hier angezeigt, aber das heißt nichts, der bewegt sich ja. Den haben wir schon gesehen. Jetzt ist er weg. Na, gucken wir mal. Nice. Schreckensgiftbeutel haben wir auch fertig. Dann fehlen uns noch zwei Netherrückstände. Ich meine, er wird schon auftauchen. Man findet solche Kandidaten immer dann, wenn man sie nicht braucht. Okay, gucken wir mal, ob wir dann vielleicht noch irgendwelche Netherrückstände wieder sammeln können. Hier von diesem Waldwalk zum Beispiel. Na, leider nicht. Da hinten ist noch einer. Wir sind gleich schon wieder Level up. Holy shit. Dann haben wir Hakaient überholt. Dann ist Senestis unser stärkster Charakter. Und wenn wir Level 50 übersteigen, ist er sogar stärker als mein Main Tank Kong, theoretisch. Hallöchen, lieber Schrom. Ich grüße Sie. Ich hoffe, es geht dir gut. Und ja, war das ein guter Start in den Tag. Lass dich nicht ärgern. Ich benötige ein Ziel. Und auch ein Kuss-Hallöchen ist immer herzlich willkommen. So, stirb. Wir haben ein Auge von einem Dunstschuppen-Basilisken erhalten.
Das, wie wir unsere Tasche aussieht. Ich meine, so rein, wenn man sich das mal so realistisch vorstellt, wir stopfen da alles in diese Tasche rein. Und da sind dann so Augen und Hautfetzen und all so ein Kram drin. Muss ja lecker sein. Mann, wo ist jetzt der Händler? Was ärgert mich, dass ich ihn vorhin gesehen habe und jetzt nicht mehr. Kaum, dass man ihn braucht. Nether-Rückstände. Jawohl, die Quest ist also auch fertig. Sehr toll. Sehr, sehr toll. Ja, alles, was ich dann hier quasi noch habe, ist dieser komische Händler. Und wir müssen halt auch die Arakoa-Federn sammeln, aber ich denke mal... Ja, ich weiß nicht, wir werden dann mit Sicherheit noch Quests bekommen. Aber wo ist denn der Händler? Ist der Dude? Okay, in Turim soll der auch nicht sein. Zumindest wird der hier nicht angezeigt. Qua! Ich habe einen Pfeil in den Hintern geschossen. Ich glaube, es hackt. Ah, da ist er ja. Lebt noch einen Tag. Viel zu tun, was? Empor, ihr werdet mir jetzt erzählen, was ich wissen will, oder... Aua! Ich habe noch nicht mal gesagt, worum es geht. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Was soll das? Nicht aufgeben. Gut, gut. Ich sage euch, was ich weiß, aber viel ist das nicht. Friede sei mit euch. Ich wurde gebeten, ein paar Kästen mit Waren bei einem astralen Shattern abzuholen, auszuliefern. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, stand er außerhalb der Taverne Weltend im unteren Viertel. Sein Name ist Windhändler Latrai. Mehr weiß ich nicht. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann fragt ihn selbst. Ihr werdet zurückkommen. Das ist okay, weil wir müssen eh nochmal wieder nach Shandrat. Nach Shandrat ein paar Quests abgeben. Die Naru haben uns nicht vergessen. Gute Arbeit, Fliegerass. Ich habe das Gefühl, dass ihr hier sehr gut hineinpasst. Die Hügel waren dies nur eine der vielen Fronten, an denen wir eingesetzt werden. Eine nicht unmittelbare, aber dennoch sehr große Bedrohung lauert hinter den Skettilbergen in Form der Aragoa-Stadt Skettis. Vor einigen Monaten entdeckten unsere Späher dort einen massiven Anstieg der Aragoa-Aktivitäten. Daraufhin erfolgte eine ganze Reihe von Angriffen auf Shattrath. Seitdem haben wir einige unserer Streitkräfte außerhalb ihrer Stadt stationiert. Nehmt diese Sprengladungen und bringt sie zum Himmelsoffizier Dorin beim Schattenwindlager außerhalb von Skettis. Sagt ihm einfach, ihr wäre der neue Rekrut. Seid wachsam. Machen wir. So, dann ihnchen hier. Ehre dem König, Freund. Habt ihr Nether-Rückstände bei euch? Seid vorsichtig. Danke für eure Hilfe, Senestis. Jeder Beitrag für die Kriegsvorbereitung zählt. Unsere Männer werden jeden Vorteil nutzen müssen, den sie sich verschaffen können. Erheblicher Verjüngungstrank. Mach dich 20 Jahre jünger. Das Licht segne euch. Ah, guck mal, da ist der Windhändler.
Ja, wie kann ich euch diesmal helfen, Nachtgeborener? Eine Kiste, sagt ihr? Oder waren es mehrere? Wisst ihr, aus welchem Material sie waren? Und wie heißt der Händler? Empor? Und ihr seid euch sicher, dass er ein Zerschlagener ist? Ich mache nicht viel Geschäfte mit ihresgleichen. Vielleicht hilft es meinem Gedächtnis ein wenig auf die Sprünge, wenn ihr mir einen Gefallen tut. Ihr Arakor, es ist. Diese primitiven Zauberer haben neulich eine große Schiffladung meiner magischen Waren gestohlen. Ich will alles zurückhaben. Ihr könnt es versteckt südlich von Shattrath finden. Ist die Stimme für den Astralen so in Ordnung? Eigentlich ist das meine Dämonenstimme, aber naja. Er ist ja irgend so ein astrales Wesen. Habt ihr die Giftbeutel, Senesis? Diese Flüchtlinge können nicht mehr lange warten. Nehmt den Weg, den nur wenige gehen. Ihr habt meinen Dank, Senesis. Die Aldor werden von euren Daten erfahren. Sucht den Pfad des Lichts. Grüße, Freund. Oh Gott. Können auch mehr von diesen Spinnenbeuteln sammeln. Holy shit. Ihr seid zurück, Hexenmeister. Welche Neuigkeiten bringt ihr? Euer Mut sollte belohnt werden. Die Wachen von Skettis rücken ihre Besitztümer nur ungern heraus. Aber die Heldentaten der Vergangenheit sind nun nicht von Belang. Wir sollten uns lieber darum kümmern, dass dieser Heldenmut auch in der Zukunft weiter herrscht. Denn Terroks Blick richtet sich gen Süden. Diese Augen sehen alles. Kraka! Achso, Belohnung auswählen, ja, hier Heiltrank. Es waren noch andere Arakoa an den Verrat an Terok beteiligt. Kirik erkannte in Terok einen Scharlatan, keinen Propheten. Die einzige Prophezeiung, die Terok vorausgesehen hat, war das Verderben, das auf seinen eigenen Wunsch heraufbeschworen wurde. Es war Kirik, der uns mutig aus Skettis herausgeführt hat. Nach unserer Pilgerreise nach Shattrath ging Kirik in alle anderen Kolonien, um nach Gleichgesinnten zu suchen. In diesem Schreiben steht, was die Augen gesehen haben. Kirik muss davon erfahren. Folgt der Straße nach Süden aus Shattrath hinaus zu der Knochenwüste und hält nach der Karawane Ausschau. Haben wir noch was? Nö, das war's. Alright. Dann gucken wir mal, was wir. Sag mal. So. Arakor-Federn. Ach, guck mal. Latreis gestohlene Waren. Nur einfach mal dahin. Da können wir nochmal wieder ein paar Arakor-Federn sammeln nebenbei. Oh, das Pullover rutscht immer so ein bisschen hoch und dann wird mir kalt am Bauch. Oder am Rücken. Wie ich einfach trotz Heizung, dicke Klamotten und Decke am Frieren bin, fühle ich. Mir ist momentan auch so kalt. Ich habe ja auch heute wieder die Heizung angedreht. Ich habe heute Nacht auch wieder zwei Decken gehabt. Also, krass. Dabei ist es doch gar nicht mal so kalt. Ich verstehe es nicht, warum es... Und normal bin ich auch überhaupt nicht kälteempfindlich. Aber momentan ist das echt ätzend. Ich wieder eine Intelligenzrolle. Yay. Komisch, dieses Jahr ist wirklich merkwürdig. Der Sommer war auch schon so anders wild. Anders weird, Entschuldigung. Und anders wild passt auch. Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es einfach an der Klimaerwärmung, dass das alles so ganz merkwürdig ist im Moment. Vier Arakoa-Federn sogar. Geil. Ich glaube, ich ziehe mir meinen Udi ein. Ja! Viva la Udi!
Also bisher sind es eher Bürostühle, die das erfüllen, was ich brauche, als Gaming-Stühle. Ich benötige ein Ziel. Naja gut, kommt drauf an, wonach du suchst. Also wenn du jetzt zum Beispiel auf ergonomische Sitzmöglichkeiten und so achtest, dann glaube ich, bist du bei Bürostühlen besser aufgehoben als bei Gaming-Stühlen. Und ich sag mal, ein vernünftiger Gaming-Stuhl, da musst du schon ordentlich auch was hinblättern. Ich hatte früher auch mal einen, so einen 100-Euro-Gaming-Stuhl, der war halt so ein Schrott. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Das kannst du halt voll knicken. Ist doch egal, wie es heißt, oder? Hauptsache einen bequemen Stuhl. Das ist das sowieso. Ich brauche leider einen sehr breiten, das erfüllen nur Bürostühle. Aber wie Tessa schon schreibt, letztendlich ist es ja egal, wie das Kind heißt. Hauptsache, es ist, erfüllt die Voraussetzungen, die man braucht. Ich habe kein Ziel. Und der, auf dem du sitzt, das Ding hier, das ist ein Noble Chair. Also ein Gaming-Stuhl. Juhu. Stuhl der Waren. Haben wir fertig. Au. Ach, da ist auch noch einer drin. Habe ich gar nicht gesehen. Ja, ich heile mich wieder ein bisschen. Ich muss auch unbedingt gucken, mein Stuhl fällt schon halb auseinander mittlerweile. Ah, tu dir keinen Zwang an. Also ich kann von Noble Chair wirklich ein Lobeslied singen, aber es soll ja auch andere gute geben, keine Frage, ne? So. Wie viele Federn haben wir jetzt eigentlich? 22, oh, weißt du was, komm, ich nehme die Federn mit. Ich hasse es, Questen so halb erfüllt zu lassen. So, jawohl, das ist eine Marke Noble Chair. Wenn die am Black Friday ein Angebot haben, mal gucken. Wollte eigentlich auch nach dem Dyson Airwrap für die Haare gucken, weil er ist gleich teuer. Ja, ja, alles kostet Geld. Oh, wir haben schon wieder versehentlich einen Boss angegriffen. So. Wieder. Heute gibt es ja Weihnachtsgeld. Was soll der Geist? Ja, klar. Ist doch egal. Gut, manche Leute haben das ein Talent für. Wenn du sagst, dass du eine Freundin hast, die innerhalb von 2 Minuten 6 Angebote hat. So, 2 Stück noch. Da
Halt sieht hier auch nicht so wirklich hübsch aus, ne? So, haben wir. Geil. 30 Arakoa-Federn. Achso, hier geht's auch in die Knochenwüste. Ne, lass doch mal im Wald bleiben. Hier. Obwohl, ne, komm, wir fliegen erstmal nach Shattrath zurück. Da gibt's schon mal die nächsten Quests. Wie viele Geschichtsdinger gibt's hier? 5. Ein bisschen weniger als in Zangermarschen. Angebote finden es nicht schwer, ob die Produkte auch gut sind. Das ist eine andere Frage. Das stimmt natürlich auch. Und man sollte auch eigentlich bereits im Vorfeld des Black Fridays, jetzt in dem Fall, schon anfangen zu suchen, weil viele schreiben natürlich auch ein Angebot zu Black Friday, was sie aber sonst auch machen. Oder sind vielleicht dann sogar im Black Friday etwas teurer, weil sie oder außerhalb dieses Events günstigere Preise haben, aber wissen, die Leute gucken alle am Black Friday. Ja, ich glaube, es wird alles deutlicher. Und ich glaube, dass euer Einfall in dieser Angelegenheit mit mehr als nur den Informationen, die so belohnt werden sollte. Okay, was haben wir hier? Eine neue Kette. Das ist ganz okay. Und ein Zauberstab. Oh ja, plus 2 Schaden pro Sekunde. 20 Intelligenz plus. Das auf jeden Fall. Level up! Stufe 50! Oh, wir können wieder ein neues Reitmount uns holen, ne? Das erste Mal, dass wir einen Drachen ausrüsten. Wisst ihr, jetzt, da ihr es sagt, erinnere ich mich daran, dass ich empor vor einem Monat mehrere Kästen mit merkwürdigen, fremdartigen Bauteilen verkauft habe. Ich weiß nicht, wozu sie gut sind, aber ich weiß, dass sie nach Turem geliefert werden sollten. Vielleicht sind dort ja noch ein paar Kästen davon. Hat er noch eine Quest? Oh ja. Okay, hat sie noch nicht angenommen. Lass mal ganz kurz was gucken. Ich würde ganz gerne... Kann ich hier nicht irgendwie auch einen Netherdrachen kaufen? Nee, ne? Schade. So die an. Oh mein Gott, ist das geil warm. Ja! Okay, wir schauen mal. Das erste Mal, dass wir... Achso, Moment, bevor wir irgendwas schauen, erstmal hier ausrüsten. Boah, geil, der ist ja noch auf blau aufgestiegen. Das heißt, der ist noch besser. So. Aha, unser Zauberstab. Bin jetzt ein Zauberer. Rolle der Beweglichkeit. Ich habe so viele Schriftrollen, wo ich mich mit buffen kann. Das ist Wahnsinn. Jetzt aber. Der riecht so toll nach Lenore Apfelfrisch. Hashtag Werbung. Okay. Fliegen. Was haben wir denn da alles? Einen Drachen. Wo sind denn die Drachen? Wir hätten den Drachen von Onyxia, den sehe ich aber eigentlich eher bei Hakainet. Sandsteindrache wird definitiv zu Dr. Gilga kommen, weil der Sandsteindrache ist etwas, wo man sich mit der Alchemierin verwandeln kann. Also dann ist man der Drache. Und da unser Dr. Gilga der Alchemist ist, Albino-Drache. Den hätte ich im Angebot. Den Bronzedrachen. Was haben wir noch für Drachen? Hm. Glaube ich gar nicht so viele, ne? Ein Schwarzdrache hätte ich noch. Und der Zwielichtdrache. Ja, ich glaube, der Zwielichtdrache passt am besten zu uns. Wegen Nachtgeborener. Ich nehme den Zwielichtdrachen.
Der passt am besten zum Nachgeborenen. Das erste Mal, dass wir mit einem Drachen unterwegs sind. Sehr geil. So, Hilfe, wo muss ich hier die Quest abgeben? Hier? Ach so. Seid ihr mit den Federn zurück, Synestis? Wekax krächzt vor Freude, als sie ihm den Beweis für den Tod seiner Freude übergibt. Ja, das wird Skeptis zeigen, dass wir ausgestoßen ihre Bestrafung nicht lammform hinnehmen. Hier ist die Belohnung, die ich euch versprochen habe. Ich kann euch noch mehr geben, wenn ihr mir weitere Federn bringt. Okay, also ist wieder so ein bisschen zum Ruf haben auch. Was haben wir denn Schönes? Ein Stoffgürtel. Oh, das ist sogar ganz cool. Windspeerschärpe. Okay. Schick, schick. Wimbürostuhl. Yay. Hübsch der Zwielichtdrache. Ja, ist halt passend für unsere Verhältnisse. Das heißt aber auch, ne, auf Stufe 60 gibt es kein neues Reitmount mehr. Ich habe nämlich keine Steigerung dazu mehr. So, Turem. Gut, dass wir genau wissen, wo wir hin müssen. Na toll. Ich habe mich zu früh gedreht. So, und zwei Gold. Krieg ein bisschen Geld. Kurier Feuerschwingen. Das ist das Eigentum des Postens der Feuerschwingen. Haltet eure schmierigen Finger davon weg. Fair. Geben wir den mal eben da ab. Was führt euch hierher? Welche Neuigkeiten bringt ihr, Synestis? Wir sehen uns wieder. Astrale? Waren nach Turem? Fremdartige Bauteile? Und ein Bluthelf, der in den letzten Kasten zum Posten der Feuerschwingen bringen wollte? Was soll das alles bedeuten? Was hat das mit dem Schicksal der Druiden im Szenariusdickicht zu tun? Ich glaube, wir sollten einmal einen Blick in den Kasten werfen. Mögen die Vorfahren euch schützen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich weiß nur eins, sie sehen gefährlich aus. Synestis, ich glaube, ihr solltet diesen Kasten mit Einsatzteilen zu Toki in die Steinbrecherfeste im Südosten bringen. Vielleicht hat er ja eine Ahnung, was das ist. Geht mit der Erdenmutter. Okay, na, guck mal, da wollte ich ja sowieso hin. Der nächste Ort nach Shadrath, wo wir hinkommen, die Steinbrecherfeste. Jonsee. Hier, da ist die Steinbrecherfeste. Und es gibt natürlich auch einen Flugpunkt wieder. Juhu. Es wurde auch langsam Zeit, dass der Außenposten fertig wird. Wir haben schon viel zu viele Boten an die Vorhut der Allianz verloren. So kämpft denn wohl. Okay, keine neue Quest. Eva. Zu fett.
müssen den Arakoa zeigen, dass sie unsere Leute nicht ungestraft angreifen können. Wenn wir sie jetzt nicht aufhalten, werden unsere Straßen für die Händler, Kuriere oder Soldaten nicht mehr sicher sein. Meine Späher haben die Anführer der größten Arakoa-Siedlung in der Gegend ermittelt. Sucht Ashkas, Ahit und Urdak im Resk-Versteck, im Shido-Versteck und im Skis-Versteck und tötet sie. Für die Horde. Schwierige Namen. Anubilore Delena. Ich wurde informiert, dass eine unserer Späherinnen in der Nähe von Grangolvar zurzeit eine schattenhafte Truppe beobachtet, die vor kurzem dorthin gezogen ist. Znestis, ich möchte, dass ihr mit Späherin Neftis sprecht und schaut, wie ihr ihr dabei helfen könnt, herauszufinden, was diese Unbekannten dort im Schilde führen. Geht von hier aus nach Süden und dann nach Westen, um den Norden der Knochenwüste herum. Ihr letzter Bericht besagt, dass sie sich in der Nähe des südlichen Eingangs zum Dorf befindet. Für den Sonnenbrunnen. Die Arakoa haben uns erneut angegriffen, dieses Mal bei Nacht. Sie haben ihre dunkle Magie eingesetzt, um zu entkommen, bevor wir losstürmen und ihnen in gleicher Zahl entgegentreten konnten. Sie benutzen ihre Beschwörungskreise, um ihre Krieger vor den sicheren Tod zu retten. Aber wenn wir ihr Zuhause angreifen, können sie uns nicht entkommen. Das Resk-Versteck und das Shino-Versteck liegen im Norden und Nordosten. Findet die Nester der Arakoa und tötet so viele, wie ihr könnt. Lebt wohl. Okay, da kriegen wir wieder ein paar Federn. Naja. Blut und Donner! Für die Horde! Unsere Streitkräfte in Thralma dachten, sie hätten die Höllenorks der Höllenfels-Zitadelle unter Kontrolle. Aber die Neuankömmlinge in den Ruinen im Osten sagen etwas anderes. Wir können ihnen nicht erlauben, hier Fuß zu fassen. Rokak hat Schattenpirscher Kaide zu den Ruinen geschickt, um sie zu beobachten. Aber wir müssen sie aufhalten, bevor sie es sich zu bequem machen. Geht zu den Ruinen, dezimiert ihre Peons und haltet bei den Bäumen im Nordosten nach Kaide Ausschau. Er wird euch sagen, wo ihr danach hingehen sollt. Es gibt nichts Ärgerlicheres, als einen Zauber vorzubereiten und dann von einer unsichtbaren Macht unterbrochen zu werden. Nach dem vierten Mal wusste ich, dass es kein Zufall sein konnte. Und habe Kebetsi losgeschickt, um die Ursache herauszufinden. Ich garantiere euch, dass ihr nie einen Wichtel treffen werdet, der widerspenstiger ist als Cap. Wie auch immer, er konnte die Quelle des Problems finden. Eine verteufelte Kreatur namens Speerenjäger. Oder Sphärenjäger. Sie haben die Angewohnheit, überall, wo sie auftauchen, die magischen Energien zu stören. Ich habe genug von ihren Störungen. Leb wohl! Das ist Cap Ezil. Ich kann auch einen Wichtel rufen. Er kann mit Feuerbällen werfen. Holy shit, gibt's hier viele Quests. Die Knochenpeitscher der Knochenwüste haben Muff gebissen und ihn krank gemacht. Jetzt möchte er, dass sie alle vernichtet werden. Obgleich sie in der gesamten Wüste vertreten sind, ist die größte Ansammlung bekanntermaßen beim Aashügel im Norden anzutreffen. Kehrt zu Muff Grimmschlag zurück, wenn ihr die Aufgabe erledigt habt, und er wird euch gut belohnen. Okay. Blut und Donner. Achso, das war das Brett hier. Oh, ich dachte, das wäre der Ork. Das las ich jetzt so, als wenn das der Ork gesagt hätte. Naja, egal. Greg hatte gestern ziemlich üble Nacht. Glänzender Mumienmann kam in Gregs Haus und sagte, Greg soll zu Malergruft in Auchindun gehen. Aber Greg versuchte, noch Steckbrief zu lesen. Gregs Augen beginnen zu leuchten. Greg weiß. Ihr gehen zu glänzendem Mumienmann und sagt ihm, Greg schickt euch. Perfekter Plan. Kraft. Der glänzende Mumienmann ist übrigens ein Astraler. Seid gegrüßt. Die öligen Samen der Olemba-Bäume könnten sich als sehr wertvoll erweisen. Ich würde gerne eine größere Menge davon sammeln und schauen, was ich daraus machen kann. Stellt euch nur vor, da steht ein ganzer Wald mit Bäumen, die so viel Samen produzieren, die alle ungenutzt bleiben. Mir ist egal, ob ich nur Salatöl, Waffenöl oder Lampenöl daraus herstellen kann. Ich werde ihre Verschwendung nicht dulden. Bringt mir alle Samen, die ihr von den Olemba-Zapfen sammeln könnt. Sie liegen hier überall. Möge eure Klinge niemals stumpf sein. Grüße, Mann. Ihr seht besorgt aus. Was ist los, Hexenmeister? Ha,
Haltet euch vom Voodoo. Oh nein, das sind furchtbare Nachrichten. Ich kann nicht glauben, dass alle bis auf zwei unserer Szenarios Freunde tot sind. In Ordnung, lass mich die Teile einmal anschauen. Ich hoffe nur, dass sie nicht das sind, was ich vermute. Später. 100 Quests abgeschlossen, auch schön. Das erfordert sofortiges Handeln. Wir haben jemanden da draußen, der sich noch näher am Posten der Feuerschwingen befindet. Ich möchte, dass ihr mit ihr sprecht. Sie weiß sicher besser, was wir als nächstes tun sollten. Meldet euch bei Unteroffizierin Shawnee im Steinbrecherlager und setzt sie von der Lage in Kenntnis. Nehmt die Straße nach Norden aus der Feste heraus. Ab der Mitte von Thürem müsst ihr der Straße nach Osten folgen. Ihr findet das Lager am Ufer des Flusses, der direkt südwestlich des Postens der Feuerschwingen liegt. Bald euch, Synestis! Man sieht sie. Alright. Okay, ich hab meinen Stuhl gefunden, jetzt nur noch die Farbe. Oh shit, hab einen Termin, bis später. Tschüss! Das ist plötzlich. Was will sie hier? Wie geht's? Die Draenei mögen unsere Feinde sein, aber die Geister ihrer Urahnen, auch Hindun, sind rastlos und niemand untertan. Ein uralter Brauch der Draenei verlangt von ihnen, dass sie zu verschiedenen Tageszeiten bei den Geistertürmen in der Knochenwüste ihre Urahnen Respekt zollen. Wenn ihr zu diesen Zeiten bei der Sicherung eines Turms helfen könnt, werden dadurch ihre Geister in euch Hindun zur Ruhe kommen. Die Allianz wird versuchen, die Türme einzunehmen, um die Gunst der Geister zu erlangen. Wir müssen sicherstellen, dass die Horde hier erfolgreich ist. Seid vorsichtig, Mann. Okay, machen wir auch mal. Und hier drin ist noch was. Was braucht ihr? Vor Generationen, als die Orks die Wälder von Terokan noch ihr Zuhause nannten, spielten die Wolfgeister eine große Rolle in ihrem Leben. Als die Orks fortgingen, brauchten sie den Wolfgeist nicht mehr und haben ihn zurückgelassen. Mit der Zeit wurde der Geist einsam und verließ die Wälder ebenfalls. Ich glaube, dass ich den Wolfgeist zu seinem ursprünglichen Heim zurückbringen kann, wie auch wir Orks zurückgekehrt sind. Das Ritual erfordert, dass ich ein Gewand aus den Pelzen der Wölfe der Wälder schneidere, um den Wolfgeist zu seinem Zuhause zurückzugeleiten. Für die Horde! Okay, haben wir jetzt alle Quests hier angenommen? Holy shit. Okay, ich glaube ja. So, aber ich sehe ja gerade schon, es ist ja schon wieder fortgeschrittene Zeit, Freunde. Dann würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann gibt es ein bisschen weitere Quests in Teroka. Danke fürs Dabeisein, wir sehen uns, macht es gut, ciao, ciao. Und adios, amigos.